Servus! Heute gibt es ein neues Video von mir und zwar haben wir ein Pflanzenvideo. Und zwar haben wir von China Pflanzensamen gekauft. Und zwar sind das so große Bohnen. Ich werde das dann auspacken. Es sind drei große Bohnen, wo erstens einmal eine Smiley drauf ist. Ein Smiley. Ein Daumen nach oben und Good Luck. Ja. Das sind drei Samen, die will ich ansetzen und dann mal schauen, ob die hinhauen. Die drei Samen haben 2 Euro gekostet. Es ist da so eine Granulatbärchen dabei, die was aufgehen sollen. Und ja, ich bin schon neugierig, wie lange das dauert zum Wachsen. Ob das wirklich hinhaut, daher, dass sie jetzt eine sehr lange Reise hinter sich gehabt hat. Ja, bin schon wirklich neugierig, was da auch für eine Pflanze rauskommt. Das weiß ich nämlich gar nicht. Es ist eine Bohne, also irgendeine Bohnenpflanze, keine Ahnung. Ja, probieren wir auf jeden Fall einmal aus und ich werde jetzt dann gleich einmal im Schnelldurchlauf zeigen, wie sie entsteht, wie ich das jetzt mache und ja, wenn es euch interessiert, bleibt dran! Gefühlte 10 Jahre werde ich das jetzt wegschmeißen. Ich werde euch mal zeigen, wie das jetzt ausschaut. Das schaut so aus. Da drin ist der Samen, der was ich weder geöffnet noch sonst was habe. Ich habe ihn jetzt dann sogar schon mit Wasser übergossen. Und ja, da oben hat sich allerdings in die obersten Schimmel angesetzt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich werde es einmal versuchen abzufilmen. Ach, das ist so ekelig. Ach, wie das stinkt. Der grüne da hat zum Beispiel einen Schimmelpunkt, wenn ihr das seht. Das ist Schimmel. Also was ich mir gesagt, es schimmelt, es stinkt elendig, das Glas, also es ist wirklich abartig, der Kern ist überhaupt noch nicht aufgegangen. Wir fangen jetzt direkt mit einem neuen Versuch an, das werde ich jetzt dann wegschütten, ich werde das Glas desinfizieren, reinigen und ganz schön sauber machen und dann werden wir gleich die nächste Partie machen. Also hier habe ich 3 so eine Samen und ich hoffe, dass wenigstens eine andere aufgeht, aber der erste war schon einmal ein Flop, ich weiß gar nicht, was da drauf war. Ich will jetzt gar nicht so richtig reinwühlen, ich glaube, ich werde das direkt wegschmeißen. Ich weiß jetzt nicht, wohin ich das schmeißen soll, ehrlich gesagt. Weil wenn ich das jetzt vielleicht werde ich es erst absieben und dann weiß ich, wie ich es überschmeißen, weil es ist wirklich eklig und es stinkt auch so elendig und ich sehe da einen weißen Schimmel, aber den kann ich ja mit der Kamera nicht aufnehmen. Ich werde versuchen reinzufilmen, weil es schaut nämlich auch voll staubig aus und das ist nicht schön. Es ist nicht schön. Es steht halt auch schon jetzt 3 Wochen rum und ich habe es immer gegossen und gepflegt und gehegt, aber passiert ist nichts. Nee. Bis auf das, dass es elendig stinkt. Gehen wir weiter. So, noch. Ich werde dieses Projekt dann abbrechen. Diese Samen da wären nichts. Die wären nichts. Also da kommt nichts raus. Ich habe das jetzt dann. 3 habe ich gehabt. 3 sind nichts geworden. Sie stinken elendig. Ich habe dieses Mal versucht mit weniger Wasser. Aber nee, es wird nichts. Es ist ein totales Klumpert. Ich kann euch das einmal so zeigen. Ich will nur nie wieder mit der Nase da dran gehen. Das schaut so aus. Das da schaut so aus, also richtig schön lecker. Es ist ein Graus, ich würde es nie wieder machen. Das sind 3, also ich glaube 4 Euro oder was, 2 Euro habe ich dafür ausgemacht. Jetzt habe ich 4 Euro und das war ein totales Klumpert, das war von Wish und das waren diese Samen. Vielleicht hauen sie bei euch hin, vielleicht haben sie bei euch hingehaut, aber bei uns haben sie nicht hingehaut und ich muss sagen, ich habe das jetzt, also Bodensamen habe ich bis jetzt immer zum Wachsen gekriegt. Also
vielleicht einfach gescheiter daheim eine Bohne kaufen und das dann so zum Wachsen bringen, weil es sind ja einfach nur Bohnen. Und wie gesagt, ich breche das jetzt ab, ich setze das da hinten im Hintergrund, ich habe ja schon davor eine gemacht, da habe ich sehr lange gewartet, jetzt stinken die so elendig, ich werde das auswaschen und putzen, ich weiß nicht, die andere habe ich schon weggeschmissen, ja, die habe ich schon weggeschmissen. Ein Wish-Produkt, das überhaupt nicht hingehört hat, es tut mir leid, aber ich werde jetzt noch mehrere Samen von Wish ausprobieren, ob die auch alle nicht hinhauen. Das würde mich nämlich wundern, ich hätte schon gedacht, dass es hinhaut, ehrlich gesagt. Also ich hätte gedacht, dass wenigstens einer aufgehen wird. Es ist keiner davon ausgegangen, ich werde jetzt alle wegschmeißen. Ich bin wirklich enttäuscht, ich habe viel Arbeit dran gehabt. Also ich habe das, ja, ich wollte es unbedingt machen und jetzt kommt auch schon wieder die Hydra. Hey! Die will jetzt aufs Topf, deswegen werde ich jetzt dann aufs Topf, aufs Klo, außer aufs Klo. So, jetzt sage ich euch heraus und tschüss, weil die Hydra macht jetzt nämlich gerade Pipi und ihr könnt es probieren, wenn ihr es wollt. Ich würde es mir nicht mehr kaufen. Es war für mich ausgeschmissenes Geld. Es war jetzt ein fünf Arbeit für nichts. Aber vielleicht hat es bei euch hin, das heißt ja nichts. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd dafür, aber normalerweise Bohnensamen habe ich bis jetzt immer zum Wachsen gekriegt. Ah ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin, für euch!